Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung. Eine Frau schreibt uns eine wunderbare Geschichte und die möchte ich euch gerne vorlesen. Guten Morgen, liebes Gebetsteam. Ich wollte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch für eure Gebete bedanken. Anfang Mai hatte ich, weil ich in Nürnberg leider wegen meiner anstehenden Prüfungen nicht dabei sein konnte, ein schriftliches Gebetsanliegen zu euch geschickt, mit der Bitte für meine Prüfung zu beten. Nun habe ich den schriftlichen Teil hinter mir und habe unglaublich und wirklich überraschend einen Preis bekommen. Mein Ziel war es zu bestehen und dachte noch, wenn es eine Belobigung gibt, wäre ich überglücklich. Aber wenn nicht, dann ist es auch okay. Und nun das, ein Preis. Vor dem Lernen habe ich immer gebetet und Gott hat mich so wunderbar durchgeführt, obwohl ich zwischendurch das Handtuch schmeißen wollte, weil mir alles zu viel war. Der Spagat zwischen Lernen, Haushalt, Familie und Büro war teilweise ein Drahtseilakt. Im Dezember habe ich deshalb eine Pause eingelegt. Gesundheitlich war ich am Limit. Ich habe alles losgelassen und wollte die Sache auch nicht über alles stellen, habe alles niedergelegt und bin mit Gott ins Gespräch gegangen. Er hat es dann wunderbar geführt, dass ich im Januar ein Gespräch mit meinem Lehrer hatte und mich dazu entschieden habe, das Ganze doch noch durchzuziehen. Jesus war ein wunderbarer Begleiter und dank aller Gebete, Beistand der Familie und lieben Freunden an meiner Seite konnte ich es zu Ende bringen. Euch möchte ich auch daran teilhaben lassen und mich von Herzen für eure Gebete bedanken. Herzlichen Gruß. Und Gott hat doch immer wieder Überraschungen für uns bereit und wir dürfen nur nicht aufgeben. Hoffnung um 12, wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Deine Überraschung für heute? Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, darfst du uns gerne mitteilen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Deine Überraschung für heute. Ja, Überraschung. Wir haben die eine gehört, aber wir planen doch normal jeden Tag, dass es eigentlich nicht viel Überraschungen geben kann. Und wir kopieren den einen Tag, den einen Sonntag auf den anderen Sonntag und haben so unsere Routine. Aber Gott möchte uns überraschen. Er hat auch Mose überrascht. Wir wissen die und kennen die Geschichte mit dem brennenden Busch. Auf einmal sprach er aus dem brennenden Busch und sagte, ich bin, der ich bin. Und er sagt auch, ich bin jeden Tag neu. Ja, was ist er jetzt? Also er ist, wer er ist. Also genau das, was wir brauchen. Wäre er nur unser Heiler, nur der Neue schenkt, wäre das recht einseitig. Aber er überrascht uns mit Freude, mit Frieden, mit Trost. Ja, er ist der Weg, wir wissen es, die Lösungen. Jeden Tag neu, aber genau das, was wir brauchen. Wenn man zum Rechtsanwalt geht, bekommt man dort Rechtsberatung, aber sonst nichts. Wenn man zu Jesus geht, er überrascht uns und manchmal so, dass wir es gar nicht für möglich halten. Und ja, manchmal sehen wir keinen Ausweg und auf einmal kommt eine Lösung, wo wir gesagt haben, an das hätte ich nie gedacht. Oder ganz praktische Dinge, du fliegst in Urlaub und bekommst ein Upgrade im Flieger oder im Hotel oder irgendwo sonst wo. Oder du fährst auf den Parkplatz und jemand winkt dir und sagt, hier ist noch ein Gutschein oder ein Parkschein, den du verwenden kannst. Wie toll ist es, wenn wir diese Gunst und wenn wir diese Gunst genießen. Ich genieße es so gern, wenn irgendwie was kommt, wo ich sage, wow, Herr, du bist so gut und hast einen ganz normalen Menschen dazu gebraucht. Danke, Herr, dass du immer Überraschungen für uns bereithältst, auch wenn wir meinen, wir müssen alles so eintönig machen. Danke, Herr, dass du jetzt auch Überraschungen hast für die Menschen, für die wir beten. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und auch heute wollen wir für Menschen beten, die in Not sind. Und eine Frau hat finanzielle Not und bittet um Gebet. Sie schreibt, liebes Gebetsteam, ich bin in finanzieller Not schon längere Zeit und bete immer zu Gott, dass er die finanzielle Not wegnimmt und wieder Leichtigkeit in mein Leben bringt. Daher bitte ich euch ganz herzlich um euer Gebet in großer Dankbarkeit.
Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die in finanzielle Nöten steckt. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden Mangel ausgleicht. Danke, Jesus, dass du eingreifst, dass du einfach die Situation veränderst und dass dein Segen hineinkommt. Danke, Jesus, für wirklich finanzielle Abhilfe. Danke, dass du ein Gott bist, der auch die Ursache kennt und der alles zum Besten, zum Guten wendet, so wie es in deinem Wort geschrieben steht. Danke, Jesus, dass du dieser Person begegnest und ihr jeden Mangel ausfüllt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebet für eine Familie, die kräftemäßig an ihre Grenzen gekommen ist. Und da heißt es, liebe Geschwister, bitte betet für mich, meinen Mann und meine Tochter. Durch meine schwere Erkrankung über 20 Jahre, die durch falsche Behandlungen passiert ist, ist es mittlerweile so weit, dass wir alle an unsere Grenzen gekommen sind. Die Not ist sehr groß und immer wieder hoffen wir, dass Jesus mich heilt. Durch die Jahre sind wir jetzt am Boden und unser Glaube und Hoffnung lässt nach. Wir brauchen Jesus in dieser jetzigen Situation und bitten um Gebetsunterstützung. Ja, und es ist wunderbar, wenn man sich da an Jesus wendet. Und Jesus, du kennst diese Familie, die so am Boden liegt und wirklich um Kraft ringt. Und ja, dass du eingreifst, dass du wieder aufhilfst, dass du eingreifst und dass du diese Frau auch berührst und heilst durch ja, diese falsche Behandlung, wo sie da erlebt hat. Ich danke dir, Jesus, dass du wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung und dass du da wirklich eingreifst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass du wirklich da der ganzen Familie wieder Kraft schenkst und neuen Mut, neuen Glaubensmut, neue Hoffnung, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und dass du ein Gott bist, der hilft. Und wir legen dir diese Familie hin. Und ich danke dir, dass du auch mit jeder anderen Person bist, die neue Kraft braucht, die am Boden liegt und denkt, ich komme nicht weiter. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeder Person begegnest, die neue Kraft braucht, die Zuversicht braucht, die Mut braucht. Danke, Jesus, dass wir wirklich dir vertrauen dürfen, weil du ein Gott bist, der da ist, ein Gott, der sieht und ein Gott, der hilft. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen von einer Frau. Sie schreibt, liebe Geschwister, bitte betet mit mir für eine gute Bekannte, die nunmehr seit fast 2 Monaten an starken Schmerzen im Schultergelenk leidet. Die bisherigen Untersuchungen und Therapie haben ihren Zustand nicht verändert. Bitte betet für ihre Heilung und ihre Errettung, denn sie kennt Jesus nicht und sie ist, wie es aussieht, sehr verschlossen. Herzlichen Dank. Ja, dafür wollen wir beten. Herr, ich danke dir dafür, für diese Bekannte. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass sie auch wirklich sich öffnet, Herr, für dich. Herr, dass sie sieht, dass sie dich braucht und Herr, dass von dir alle Hilfe kommt, die sie so nicht bekommen kann. Ich danke dir dafür, oh Herr, danke auch für die Schmerzen im Schultergelenk und all das, was wehtut. Ich danke dir, durchströme du diesen Körper, Herr, mit deiner Heilungskraft und lass diese Bekannte wirklich dich erleben, Herr, in Form von Heilung und Herr, dass sie wirklich auch Kontakt mit dir aufnimmt. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt, dass sie eine Lösung für die Zukunft braucht. Ich bitte um Gebet, denn ich habe meinen Job verloren und dadurch auch keine Wohnung mehr. Bis jetzt bin ich bei meinem Vater. Er ist 92 Jahre alt, aber ich brauche eine Lösung in der Zukunft. Ja, ich glaube, in dieser Zeit brauchen viele Lösungen, gerade in solchen Situationen. Und du darfst gerne dich auch mit einklinken. Danke, Herr. Danke, Herr. Du siehst die Situation mit der Wohnung. Du siehst auch, Herr, die Situation mit der Arbeitsstelle. Und ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr. Begegne du dieser Person, aber auch alle, die sich jetzt eins machen und sich einklinken. Herr, ich danke dir dafür, dass du die genau die Lösung hast, die sie brauchen. Herr, ich danke dir dafür. Danke auch mit der Wohnung. Danke, Herr, dass du da auch richtig was Schönes hast. Herr, wir glauben es und danken dir dafür. Amen.
Amen. Gott ist so gut. Und wir haben vorhin schon eine wunderbare Geschichte gehört, wo Gott wirklich eine Überraschung bereit hatte für diese Person. Und viele Menschen haben uns auch noch geschrieben. Und eine Mutter schreibt eine Gebetserhörung bei ihrem Sohn. Und sie schreibt, unser Sohn hat seine Arbeit verloren. Seine Wohnung wurde ihm fristlos gekündigt und er bekommt kein Arbeitslosengeld. Ich rief bei euch an mit der Bitte um Gebet. 3 Tage später bekam mein Sohn einen Anruf vom Jobcenter. Sie bezahlen ihm Wohnung und Lebensunterhalt für 1 Jahr. So kann er ohne Druck eine kleinere Wohnung suchen. Wir waren so erleichtert. Danke euch nochmals für das Gebet. Ist Gott nicht wunderbar? Von einer Veränderung durch Gebet schreibt diese Frau. Vielen herzlichen Dank für Ihr Beten für meine Tochter. Es ging um die Situation ohne Psychopharmaka und ohne Krankenversicherung bei ihr. Es hat sich bisher alles wunderbar geregelt. Auch bei ihrem muslimischen Freund ist eine Veränderung und vorsichtige Hinwendung zu Jesus zu erkennen. Ich bin sehr froh. Auch mein Vorstellungsgespräch hat gut geklappt. Danke für euer wertvolles Gebet. Danke, Jesus, für dein schnelles Eingreifen. Ja, und es ist wunderbar, dass Gott immer wieder Lösungen hat, egal was für ein Problem wir haben. Und nach Gebet schwanger. 1 Jahr ist das Enkelkind jetzt alt. Herzlichen Dank für eure Gebete. Ich hatte die Bitte um Gebetsunterstützung für ein Baby für meine Tochter. Kaum abgeschickt, da wird sie nach 5 Jahren Ehe schwanger. Meine Enkelin ist jetzt knapp über 1 Jahr. Das zweite Gebetsanliegen ging darum, dass ich einen guten Platz für meinen Hund suchte. Er hat ein neues Zuhause gefunden. Wie schön. Ja, die unmöglichsten Sachen werden auf einmal möglich. Ist so schön, so aus dem richtigen Leben Zeugnisse zu hören. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ja, wir haben darüber, über die Überraschungen gesprochen und halte auch heute mal Ausschau für Überraschungen. Vielleicht Gunst, die du erlebst, dass dich jemand in der Kasse vorlässt, dass dir jemand, wie ich sagte, einen Parkschein schenkt oder du einen Parkplatz bekommst, wo schon alles überfüllt ist oder die Bahn hat Verspätung, du auch, aber es hat noch gereicht. Das sind alles so schöne Sachen, die wir erleben, wo wir Überraschungen erleben. Und wenn Gott sagt zu dir, ich bin der ich bin, er ist genau das, was du heute brauchst. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann lass es uns doch wissen. Wir beten gerne für dich. Ja, unser neues Magazin ist wieder da, das Juli-Magazin. Wenn du es noch nicht hast, abonniere es. Es kommt völlig kostenlos zu dir nach Hause. Schön, dass du heute dabei warst und wir verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.